Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass es endet mit einem Streit. Doch mit der Zeit hat sich gezeigt, dass wir beide nicht passen. Glaubst du wirklich, dass eine Hassliebe reicht? Ich sag's nochmal, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass es endet mit einem Streit. Doch mit der Zeit hat sich gezeigt, dass wir beide nicht passen. Glaubst du wirklich, dass eine Hassliebe reicht? Ich glaube nein. In schweren Zeiten hast du mich gestützt. Als Gegenleistung habe ich dich beschützt. Es war ein Geben und Nehmen. Es tut mir leid, dass ich scheiße mit dir geredet hab. Der Frust von der Straße, der mir an der Seele nagt. Doch ich kann dir nicht immer alles erzählen. Da musst du mich verstehen. War ich weg, hast du die Stunden gezählt. Telefonterror gemacht, ich konnte nicht rangehen. Bullen hatten mich gefilzt, musste an der Wand stehen. Doch dir war das egal, du denkst nur, ich geh wie fremd. Wirst sauer, wenn mich auf der Straße ein Mädchen erkennt. Oft habe ich nicht verstanden, was du wolltest. Die Zeichen einer Frau verstehe ich nur wenig bis heute. Doch was erwartest du von mir? Ich bin ein Junge, der sein Leben leben muss. Sonst gehe ich hier noch zugrunde. Ich will Kinder kriegen, doch ihnen muss ich noch was bieten. Deshalb lasse ich mir meinen Fokus auf das Para nicht verbiegen. Deshalb sage ich, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass es endet mit einem Streit. Doch mit der Zeit hat sich gezeigt, dass wir beide nicht passen. Glaubst du wirklich, dass eine Hassliebe reicht? Ich sag's nochmal, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich wollte nicht, dass es endet mit einem Streit. Doch mit der Zeit hat sich gezeigt, dass wir beide nicht passen. Glaubst du wirklich, dass eine Hassliebe reicht? Ich glaube nein. Es tut mir leid, ich hatte für dich zu wenig Zeit. Für wichtige Sachen musste ich in der Gegend sein. Wir sind nicht so sensibel, so wie ihr das seid. Deshalb wissen Männer oft nicht, wann ihr unzufrieden seid. Geschweige denn, wie man Liebe zeigt. Dass meine Hand ausgerutscht ist, tut mir übertrieben leid. Was soll ich machen mit der Eifersucht? Sie macht einen wahnsinnig, das kann ich nicht gebrauchen bei meinem Druck. Deshalb musste ich beenden. Ich will nicht so wie 99% aus meiner Gegend enden. Die Sucht nach dir war unbeschreiblich, doch ich reiß mich zusammen, denn ein Junge weint nicht, also bleib ich dabei. Mein Bett ist für zwei, trotzdem schlaf ich da seit Monaten allein. Du bist weg von mir. Auch wenn die Bindung nicht mehr existiert, bist und bleibst du eine Frau, die ich respektiere. Und deshalb sage ich, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass es endet mit einem Streit. Doch mit der Zeit hat sich gezeigt, dass wir beide nicht passen. Glaubst du wirklich, dass eine Hassliebe reicht? Ich sag's nochmal, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass es endet mit einem Streit. Doch mit der Zeit hat sich gezeigt, dass wir beide nicht passen. Glaubst du wirklich, dass eine Hassliebe reicht? Ich glaube nein.